Hallo, meine Damen und Herren. Ich habe eben recht spät in der Nacht von Kretel noch einen Link bekommen. Und zwar einen Link zu einem Video von Mr. Maxim, in dem spricht er über diesen Tweet. Und hier geht es um die Hitboxen der Player Model. Denn wir alle dachten ja, dass die Player Model alle gleich stark und gleich gut gehittet werden können. Dass es da keine Unterschiede gibt. Aber wisst ihr was? Die gibt's. Monsieur Ansimist hat mit dem folgenden Tweet gestartet und hier schon gesagt, dass sich die Hitboxen um bis zu 16,75% unterscheiden. Also von der Größe her. Es gibt also größere Köpfe und eben kleinere. Und daraus ergibt sich folgendes Beispielvideo. Er schießt hier mit ausgeschaltetem Recoil an dieselbe Stelle, trifft den CT, aber nicht den T. Er schießt genau über ihn drüber, wie hier zu sehen, und trifft den CT aber voll in die Rübe. Und das ist einfach, ich weiß auch nicht, also... Man hat ja früher mal Spaß gemacht von wegen, ah, du hast dieses und jenes Model, ah, bist schwerer zu treffen. Tatsächlich stimmt das. Und Monsieur Ansimist ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Auf jeden Fall schon mal dicke Props hier an ihn. Bam, da wird reingeschallert. Und zwar hat er ein Google-Dokument erstellt, in dem man genau nachlesen kann, welcher Agent dann somit der Beste ist, der am wenigsten getroffen werden kann. Und das sind diese Terroristen hier. Du siehst es in Prozent. Die Farben machen das Ganze schön deutlich. Je grüner, desto besser. Hier oben haben wir einmal das Kopfvolumen, die Unterschiede der einzelnen Werte, dasselbe in Prozent und sein Rating. Und wenn man jetzt runtergeht, sieht man, dass diese zwei hier, die schlechteste Wertung haben. Das heißt, sie haben die größten Köpfe, 575, so und so weiter, wahrscheinlich halt in Units oder was weiß ich angegeben. Somit sind sie bei 0% Differenz, klar. Und haben das schlechteste Rating mit 0. Eins ist das Beste. Ja, und so kann man sich eben Stück für Stück anschauen, welchen Agenten man eben spielen sollte, wenn man wirklich, wirklich professionell reinschallern möchte und eben auch einen Vorteil haben will. Denn diese Jungs hier oben, die haben einen 16,75% kleineren Kopf, beziehungsweise eine 16,75% kleinere Hitbox. Das ist echt krass. 478 im Vergleich zu diesen 575. Fast 100 Units oder was es eben ist, weniger hier oben als da unten. Also wenn man wirklich diesen Vorteil haben möchte, holt man sich einen von denen hier. Wenn man dann bei CT, die sind etwas schlechter gewertet, aber insgesamt stehen sie noch ganz gut da, bei CT was haben möchte, muss man sich die drei hier oben holen. Ich bin wirklich so ein bisschen, naja, nicht erschüttert, aber doch verwundert, dass sowas seit Jahren läuft. Und sich da auch irgendwie dann halt, dass da auch bis jetzt noch niemand nachgeschaut hat, wobei es ja gar nicht die Pflicht von den Usern ist, nachzuschauen, ob das alles stimmt, sondern ja Valve in dem Fall die Finger drin hat und sagen sollte, ja, wir gucken natürlich, dass alles ungefähr gleich ist, ne, beziehungsweise exakt gleich, also alle 575,01294 und nicht weniger. Aber da hauen die einem da ganz frech einfach die Schrumpfköpfe hier hin. Jetzt ist natürlich direkt die Frage offen, ob Valve da was ändern wird. Also wenn man das hier sieht... dann sollte da auf jeden Fall was geändert werden. Du drückst hier beim Headshot und der ist nicht drin und man denkt, ja, der Server war scheiße, ich habe gerade einen Lag, keine Ahnung, die Sonne hat mich geblendet, meine Maus ist kaputt oder irgendwas, aber nein. Es sind einfach die verschissenen Hitboxen. In diesem speziellen Fall, sicherlich schießen die meisten von uns einfach daneben. Aber das ist frech. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.